Herzlich willkommen in Neustadt in Holstein am Kremper Tor, Heimat des Zeittors und Veranstaltungsort des Riesen-Adventskalenders. Heute mit einer besonderen Performance vom evangelischen Posaunenchor. Viel Spaß dabei! Heute öffnen wir nicht das Türchen Nummer 19, denn dieses Türchen hätte das Abenteuerland der evangelischen Kirchengemeinde malen wollen. Und das Türchen Nummer 20, die Jugendfeuerwehr der Freiwilligenfeuerwehr Neustadt. Beide Einrichtungen konnten sich nicht mehr treffen und wir machen deshalb Musik in diesem Rahmen. Und unsere Künstler ist heute der Posaunenchor der evangelischen Kirche unter der Leitung von Andreas Brunion. Und das erste Lied war schon ganz toll. Und jetzt gibt es ein zweites. Viel Spaß! Der Buchtipp aus der Stadtbücherei, aus dem Team der Stadtbücherei, die leider geschlossen hat, aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, Bücher zu lesen. Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten und es ist Winter und die Dracheninsel liegt verschneit im Meer. Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachelschwein Mathilda bauen Schneedrachen, als zwei merkwürdige Gestalten am Horizont auftauchen. Die Fremden im schwarzen Frack sind Pinguine, die den Weg zum Südpol suchen. Den kennen Kokosnuss und Mathilda auch nicht, aber ihr Freund Jemine weiß Rat. Die Pinguine sollen den Weihnachtsmann fragen, denn der bereist am 24. Dezember schließlich die ganze Welt. Lieben Dank auch an alle Helfer, liebes Abenteuerland der evangelischen Kirche, die heute nicht dabei sein können. Und liebe Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr aus Neustadt, auch vielen Dank. Und nächstes Jahr müsst ihr wieder ein Bild malen, also plant das schon mal ein. Darauf freuen wir uns. Bleibt gesund und seid lieb miteinander, das ist so wichtig in dieser Zeit. Tschüss und einen schönen vierten Advent.